Eva, ich bin der Anti, begrüße dich zu einer weiteren Folge Lotus Simulator. Die Strecke kennen wir, das Fahrzeug kennen wir noch nicht, okay, ich kenne es zumindest schon vom letzten Jahr her. Ich hoffe, es klappt jetzt. Wir haben hier dieses schicke Fahrzeug heute. Es ist der Münchner M-Wagen. Den gab es als Christkindl-Tram im Lotus Simulator. Und jemand hat sich jetzt hingesetzt, um ein Repaint zu machen, was schon irgendwie interessant geworden ist, finde ich. Und jo, ich finde die echt ganz schick. Die war eigentlich als von Wolfmap war die eigentlich als so an. Die war ja eigentlich als KI-Tram geplant. Da haben sie sich dann nochmal doch umentschieden. Und ich finde es toll, dass wir die jetzt auch fahren können seit letztem Jahr Weihnachten. Aber die war immer nur in den Weihnachtsstress. Und für September Weihnachten, das passt einfach nicht. Deswegen bin ich froh, dass wir eine Alternative gefunden haben. Dass wir sie doch ein bisschen genießen können. Das ist das, was mir gefällt. Hier kann man weiter die Weihnachtslieder abspielen, mache ich jetzt einfach nicht. Ihr seht, das ist wirklich ganz klassisch gehalten. Hier fehlt eigentlich noch die Fahrkarten, was es früher mit ihnen gab in den Trams. Hier fehlt eigentlich noch die Fahrkartenautomat fehlen hier, aber es ist hier wirklich ganz spartanisch gehalten. Und wenn wir uns hier ein bisschen umschauen, sehen wir die Stühle, sehen wirklich realistisch aus. Ich bin mit der Tram hin und wieder mal gefahren in München. Ich bin meistens eher mit der P-Tram gefahren. Die ist ja eine Großraumtram und mit der bin ich meistens gefahren. Mit der hier ab und zu mal, aber nicht so regelmäßig wie mit der P-Tram. Deswegen, ich freue mich jetzt drauf auf die Runde. Es ist, wir kennen es für die Strecke. Aber ich dachte, was ist jetzt? Ah, ich habe keine Freigabe. Ja, schon gut. Jetzt. Wir kennen zwar die Strecke schon, aber ich dachte, wir kennen zwar schon die Strecke, aber wir kennen die Bahn nicht. Ich wollte sie euch schon mal zeigen, ich habe auch auf Weihnachtenzeit gewartet, weil ich finde die echt toll, aber Maxwellplatz, Umsteigemöglichkeit zu den 4 und zu 5. Ich kann mich anlassen eigentlich. Ich hoffe, ich bin heute gut zu fischen. Ja. Ich hoffe, ich bin heute gut zu verstehen für euch. Das, ja, beim letzten Mal war ich irgendwie eigentlich schief und dann war ich schnell was aufzunehmen. Da bin ich einfach zu nah an den Kopf gekommen und hoffte, welches richtig. Verehrte Fahrgäste, aufgrund von Störung können wir heute die Haltestelle Johannesplatz, Maxwellplatz nicht anfahren. Wir fahren direkt zum Heidnerplatz. Ost. Hab ich auf die Weiche geachtet. Ich finde es fertig, es steht. Ich glaube, da es als KI-Fahrzeug erst geplant war, es doch fahrbar ist. Ich glaube, wie schön es kann. Ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. So, die Rasse für die alte Tram.
Jetzt in München ist die hauptsächlich für Museumsdienste, das Weihnachtsgeschäft. Dafür ist die Tour aktuell. Dafür ist die Tram halt hauptsächlich im Dienst. Ja. Ich muss sagen, es ist schon ein schickes Schmuckstückchen. Was ist denn das? Ist das neu? Weiß ich, ich bin auch schon wirklich eine Weile lang hier nicht mehr lang gefahren, muss ich auch ehrlich gesagt. Erst immer noch Heinzdorfplatz Ost, weil ich dachte, wir wollten es mal umbenennen. Haben sie doch nicht umbenannt, sondern heißt immer noch Heinzdorfplatz Ost. Okay. Nächste Haltestelle ist Stegner Platz. Das heißt so. Nee, mir gefällt die Tram auch, vor allem weil es für mich Kindheit ist. Kindheit erleben. Weil ich kenne die Tram einfach aus meinen Kindheitstagen, Jugendzeit nicht unbedingt, weil da gab es die U-Bahn bei uns, aber aus meinen Kindheitstagen steht mir wieder. Kenne ich sie einfach und daher dachte ich, so eine Fahrt würde nicht schaden und genau und ich bin froh, dass die Umstände dazu geführt haben, dass wir sie doch fahren konnten. Weil sie war eigentlich als reine KI-Tram geplant von V-App. Und ihr seht, die sollte eigentlich Weihnachten letztes Jahr als KI-Tram rauskommen. Und ein knappes Jahr danach gibt es immer noch keine KI-Trams im Spiel. Nächste Stelle, Schellingstraße. Nicht zu viel Gas, weil davon ist halt der Haltestelle schon. Schade, dass es hier irgendwie kein Rollband gibt, richtiges Rollband, dass wir hier einfach noch die Linie einstellen könnten. Das finde ich schade, bislang vielleicht. Man weiß ja nie, was kommt. Weil hier steht immer nur die Christkindl-Tram. Schade, dass man es hier nicht einfach einstellen kann. Aber sonst finde ich die Tram echt gelungen. Und ich habe heute, ich hoffe, der Beiwagen passt in die Haltestelle rein. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Genau. Jetzt habe ich die Abfahrt verpasst. Ja, wir fahren dann noch wir fahren heute noch die Linie 717. Dass das sonst einfach viel zu kurz wäre und wir fahren bis zum, schauen wir mal, vielleicht bis zum Betriebshof oder bis nach Harras, schauen wir mal, was uns erwartet heute. Und ich habe vor ein paar Tagen im Steam Workshop, vorgestern gesehen, dass es ist mit Bett für diese Tram gehen und gedacht, okay, dann lohnt sich das ja wirklich mal zu zeigen.
Endhaltestelle Schwabing Nord, Endhaltestelle Wittaler aussteigen. Dieser Zug fährt weiter als Linie 17 Richtung am Harras. Ja, sieht auch, wie langsam die aufgeht. Das ist schon, ja, dann muss man hier hoch sein. Und die Sitze. Die sind natürlich nicht gepolstert, aber die waren trotzdem irgendwie bequem. Ich bin gerne mit diesen Trams gefahren, damals in München. In meiner Jugendzeit. Ich finde mal, dass dieses Repent für die Natur gelten soll. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es einfach mal genommen. Ich wollte es einfach euch mal zeigen. Sieht so zumindest aus, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Was auch da. Vielleicht wird damit der ganze Schmuck in München gemeint. Ich weiß es nicht. Verehrte Fahrgäste, wir fahren als Linie 17 Richtung am Harras weiter. Bitte einsteigen. Vorsicht bitte bei den Türen. Bleiben Sie bitte zurück. Zurückbleiben bitte. Rumpa, das finde ich echt. Diese Trams konnten was. Die haben auch, die waren, haben gehalten, haben treu ihren Dienst getan. Nächste Stelle, Schellingstraße. Ihr seht, wie schnell diese Trams sind. Wir brauchen ja auch wirklich einen Bremsweg. Ja. Ich bin zwar aus diesen Repent gar nicht ganz schlau, dass man vielleicht die Natur in München, dass da mehr gemacht werden sollte. Ich weiß es nicht, das ist meine Fantasie. Wenn du das Repent gemacht hast, dann schreib mir doch mal rein in die Kommentare, was du damit genau meinst. Und hier kommt euch bitte die Sterne von der ursprünglichen hervor. Weiß ich aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur fantasieren. Und ich weiß es nicht. Ah, die Freigabe. Nächste Haltestelle. Stegner Weg. Aber diese Tram hat schon richtig V-Ein. Also jetzt haben wir die Entwickler Wave-App vielleicht nochmal richtig ausmodellieren, vielleicht hier nochmal wirklich ein Rollbein reinmachen. Und hier noch eine Kasse, weil im Original war hier vorher eine Kasse drin. Ja, ich würde mich noch freuen, wenn
wenn da noch ein bisschen was geschrieben wird. Von diesem Entwickler-Review-App kommt ja demnächst Ende Oktober ja der Drum-Sim raus. Ich bin ja gespannt, was uns erwartet. Und die haben ja auch gesagt, dass die Leute, die München-Erzeugung gekauft haben, nicht enttäuscht werden werden. Die überlegen sich was für uns. Ich bin gespannt, sehr überraschend, was die sich für uns überlegen. Als wir gut machen einfach. Nächste Haltestelle Heidau Platz, um die Möglichkeit zu Linie, Linie 19 und 25. Sowas gefällt mir einfach sicher alten Drums. Und ich bin froh, dass wir die trotz, obwohl sie nur als KI geplant war, trotzdem fahren dürfen. 21, wollte ich sagen. Ich finde schon die 21 umsteigen. Ja, in der Realität fährt die. Ach, die 21 wird inzwischen auch in der Realität am Maximalplatz. Ja, hat sich alles geändert, ja. Da fährt jetzt die 90 fährt der Maximalplatz, die 21, die 15, die 25. Ja, die 21 fährt erst seit eineinhalb Jahren erst zum Maximalplatz. Die hat er vorher am Staus geändert, jetzt fährt sie jetzt um St. Weidstraße. Ja, so ändert sich alles. Und muss ich einfach ein bisschen mehr gewöhnen. Also ich sehe es hier mit den Lachen und weiten Augen mit dieser Tram. Sehe ich, wie es im Sand gewesen zu sehen. Zu sehen, wie sie als KI-Tram fährt. Aber mein lachendes Auge ist, dass wir sie fahren dürfen. Wer das Edwin München natürlich hat. Das habe ich natürlich noch nicht gesagt, glaube ich. Also, diese Tram ist im Add-on München dabei. Und das Add-on München ist ja die Tram 27 von Bittering nach Signator und die Tram 28 von Scheidplatz zum Signator. Ich habe es euch noch nicht gezeigt, weil ich habe da irgendwie noch einige Probleme mit der Map. Ich weiß nicht warum, aber ich schau mal, was wir machen können. Jetzt kommt natürlich so Arabella. Ich nehme mir die Map Vitamina, weil die einfach auch zu dieser Trampo passt, finde ich. Mich hätte gefreut, dass es ein Band geht, wenn ich auch noch nicht so ganz verstehe. Freue ich mich doch, dass es eine Alternative für diese Tram gibt. Weil nur als Weihnachtstram wäre es ja auch langweilig. Ich kann ja mal gleich noch meinen Weihnachtssong abspielen. Wenn ihr Lust habt. Ja. Arabellestraße. Arabellestraße? Ich will meinen einfach mal ein. Macht ihr aus. Ich wollte euch mal gut demonstriert. Ich finde auch die gleiche hier gut verlegt. Habt ihr was geändert? Ich weiß nicht. Bin schön. Ich habe ja auf der aktuellen Karte wirklich alles gezeigt. War fast alles. Deswegen habe ich jetzt auch. Ich muss sagen, ich spiele ja Lotus im Latte ganz gerne, aber zur Zeit bin ich sehr gehypt vom Microsoft Flight Simulator, dass ich mich da wirklich mit der Lotus verbringe, dass Lotus jetzt gerade mit dem Team an ist.
Das gleiche wird passieren, wenn Traps rauskommt. Da würde ich mich eher mit Traps beschäftigen. Und bis wir dann eine Runde durch die Stadt fahren, die ganze Linie bei der Folge rum. Kurz auf eine Folge. Ja, schauen wir mal, was da einfach sich denn so ergibt in dem Spiel. Tramsim. Und man kann nicht Lotus und Tramsim so nicht vergleichen. Es ist auch logisch, dass man es nicht vergleichen kann, einfach weil das eine ist ja Unreal Engine, das andere ist hier ganz eigene. Und halt, ich glaube, dass halt Tramsim so ähnlich ist wie der Bus Simulator 18, 16. Dass halt nicht so auf Realismus gesetzt ist, sondern eher auf Spaß. Aber ihr wisst ja eh auch hier aus Lotus, dass ich. Naja, nicht immer so ganz realistisch war und deswegen. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wie das Gebiet umgesetzt ist. Genau. Ich frage mich, wenn wir da Farbebene haben, die mit dem anderen Spiel, wenn wir Passagiere haben, darauf freue ich mich schon sehr. Hier müssen wir Baba-Stoß, oder? Scheiße. Sehr geschickt. Weil ich vergesse ich beziehungsweise Entschuldigung vor sie beim einen Aussteigen, ich habe die Haltestelle überfahren. Bitte vor sie beim einen Aussteigen vor allem. Mist, tut mir echt leid, jetzt ich war jetzt einfach so schnell. Genau, Barbara Straße, weil hier ist dann auch der. Ach Quatsch. Der Betriebshof. Tut mir jetzt echt leid, ich war jetzt irgendwie so mit euch gerade mit Sprechen beschäftigt. Ne, ich bin auf das neue Spiel gespannt. Und wir werden natürlich dann die eine oder andere Folge zeigen. Viel Content und ich bin auch gespannt, wenn nur ein Lotus Kleinfurt rauskommt. Ich dachte, Kleinfurt ist die, hat der Bier von ÖPNV gezeigt, oder darf man auch, glaube ich, viel Spaß dran haben. Ja, hier dämmtliche. Die zwei Ampeln, weil ich hier auch die Stadtbahn, glaube ich, irgendwann fahren soll. Genau. Fährte vergessen mit der Hanauerstraße Umsteigmöglichkeit zur Linie 19. Hier ist das Mikrofon hier so klein. Ist das in der Realität auch so? Ich weiß es nicht. Ob das so klein ist in der Realität. Wir können uns umdrehen, ihr seht, hier ist einfach. Da hat KI-Tram geplant war, ist hier keine so große Ausstattung drinnen. Ist ja nicht. Opa, ich muss einfach mal. Bitte Fahrgäste, wir fahren jetzt aus der Stehen. Und bitte Blömsi sitzen. Das war auch nach.
rechts, oder? Das ist von nach rechts. Habe ich jetzt so falsch geschaut. Ah ja, doch, ich habe falsch geschaut. Das war mein Fehler. Jetzt passt. Entschuldigung, dass ich jetzt wirklich gefahren habe. Das ist wirklich mein Fehler gerade. Ich da. Ah, macht ja nichts. Einfach mich jetzt mal wieder mit dem Finger weisen und einfach bei mir her. Und das ist schon ein bisschen typisch mit dem Ausflug hier in die rechts der Häuser. Ah, hier ist es so. Stadtbahn. Die Bahn kommt so die. Da ist eine fiktive Vitamina-Karte ist, habe ich mit dem Problem, gesehen, dass sie auch besser in die Stadtbahn fährt. Weil ich finde, wenn er sie natürlich so klein wie offen gelassen ist, dann bleibe ich drin. Sie haben sich doch etwas geändert, oder? Sehe hier falsch. Fernsehstraße? Hier steht bloß eine Haltestelle. Aber sieht auch schon toll aus hier mit dem Platz. So, es ist echt sehr gut. Hör auf, zu weit vorangehalten. Und auch die Absperrung hier. Ich warte schon. Oder gehe ich mich jetzt? Wir haben Kontakt. Wir dürfen gleich weiterfahren. Dann sind wir auch komplett irre, dass sie immer da waren. Ich weiß es nicht. Ich sehe seit in der letzten Zeit gibt es ja auf unserem Kanal nicht mehr so viele Fotos. Es liegt einfach daran, dass ich das Gleiche nicht zeigen soll. Es kommt nichts Neues, großartig. Es kommt eigentlich derzeit nichts Neues unbedingt und ja, es ist halt immer ein bisschen. Ah, gut, ich habe. Es ist schon ein bisschen schwierig einfach gerade, wöchentlich zu erfahren, Post zu bringen. Weil ich mache da auch, wenn ich hier regelmäßig das gleiche mache, macht es ja auch keinen Spaß. Deswegen, ich warte ganz sehnsüchtig, dass neue Content kommt. So bin ich froh, dass wir jetzt einfach das Rebrand haben. Ist zwar nicht viel, aber auch klein wie. Macht der Mist. Macht der. Schon ist es Verkehr. Interessant. Ach Gott. Deswegen. Jetzt sind wir gleich an der Endstation. Was wollte ich sagen? Wenn du was selbst brauchst und das möchtest, was ich gerne zeige, egal ob es ein Karte oder ein Fahrzeug ist, dann schick mir einfach eine Nachricht. Würde mich sehr freuen.
abwarten, wie wir alle einfach das im Steam Workshop machen scheint. Und das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr ruhig. Ich würde ja gerne mehr euch zeigen, aber wenn nichts da ist, ist nichts da. Deswegen bin ich froh, dass ich heute eine Band rauskam für ein, zwei Tage, dass ich euch heute die Drum nochmal zeigen kann. Ich will nochmal eine Runde auf den Finger drehen. Und bis zum nächsten Update. Wenn wir höchstens auf den Knopf fahren. Bei meiner Meinung haben wir jetzt eigentlich alles. Alles, was man zu zeigen hatte, ist meiner Meinung nach gezeigt. Außer es kommt irgendwas wirklich in den nächsten Tage raus, was mich hier wirklich freuen würde, wenn ihr wirklich sich sehr freuen würde, wenn es neuen Content gibt mit dem Windows. Ja, aber ich gucke, dass wir vielleicht einmal die Woche eine Folge machen. Die Woche werde ich jetzt zwei Folgen rausgekommen, weil wir die Nachtfahrt gemacht hat. Jetzt noch hier. Und das war's für diese Woche. Für nächste Woche. Wie sagt der Bayer? Schauen wir mal. Gut. Ja, ich zeige euch nochmal schön das schöne Fahrzeug. Die Girlande passt nicht so super dazu. Aber noch. Das passt nicht so gut dazu. Aber es ist ein schönes Fahrzeug. Das ist im Linienverkehr schon immer schon lange nicht mehr tätig. Nur noch ab und zu als Museumsfahrt. Oder Weihnachtsfahrt. Zeit als Christkindl-Tram und sonst ist es einfach aus dem Verkehr gezogen und hat seinen Ruhestand. In Wien haben sie ja einen Tram mit Stadtrundfahrt. Da könnte ich mir solche Trams auch vorstellen, als in München das man macht, aber mei. Da habe ich nichts zu sagen. Also ich finde es auch mal hier mit dem Graffiti. Ist auch nein. Ich glaube, die arbeiten schon schlecht an der Karte und jo. Ich danke dir, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine Runde verdrängen konnten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis dahin, Servus, euer Andi.